Oh mein Gott. Okay, wow. Lol. Schon krass, gell? Wow. Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen zu unserem allerersten YouTube-Video und zu unserem allerersten Street-Magic-Video. Wir sind gerade in der Münchner Innenstadt, zaubern mit den Leuten in den Straßen und wünschen euch viel Spaß beim Staunen, beim Lachen. Genießt die Zeit. Wir genießen ja auch die Zeit im Münchner Sonnenschein. Let's go! So you're on a musician's tour, right? Yes. Yeah. Have you been to Paris on your tour? No. Only to Germany, Switzerland? Have any one of you been to Paris? Yeah, you? Okay. Jamila, warst du schon mal in Paris, Jamila? Ja. Wie war's da? War cool? Ja. Ja? Habt ihr dort auch den Eiffelturm gesehen? Wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Ja. Ich habe hier ein Bild für euch mitgebracht vom Eiffelturm. Und Jamila, ich möchte, dass es gleich dein Bild wird, okay? So please sign your name or your initials. My signature. Yeah, whatever you want. Write something down. Okay, so that's your signature. You can see. Okay, please check that it doesn't come off or something like that. Okay, fine. So this picture right now is your picture. How do you feel when I tear your picture? Okay, so I have to do it one more time, sadly. Still okay, still okay? Okay. Sehr gut. Wir haben es hier unterschrieben und es ist jetzt dein Bild, okay? Okay. Es ist wirklich deins. Okay. Jetzt frage ich dich, wie fühlst du dich, wenn ich dein Bild einmal in der Mitte zerreiße? Ein bisschen gemein, sehr oder? Sehr schlecht. Okay, tut mir sehr leid, ich muss tatsächlich noch einmal in der Mitte zerreißen. Dann okay. hab ich vier Teile. Okay. Aber die gute Nachricht ist, wir versuchen es wieder zusammenzusetzen. Schau mal. Kannst du mal dir vorstellen, wie das Bild vorher aussah? Try exactly to imagine how the Eiffel Tower looks like. You have been to Paris, you have seen the Eiffel Tower. Okay, so you see, we can restore the picture actually. Stell dir einmal vor, wie der Eiffelturm wirklich aussieht. Okay. Und dann können wir einmal hier ja, das Bild wieder zusammensetzen. Du hast dir wirklich vorgestellt, wie der Eiffelturm aussieht, oder? Ja, ja. Aber ein bisschen verschoben, schau mal. Es sieht ein bisschen anders aus als vorher, aber deine Initiale ist immer noch drauf, oder? Ja. You thought of the Eiffel Tower? Yes. Okay. Kind of worked. It's a bit weird, but it's your picture. And check your signature. Yes. Check that it's really, really your writing on it. Ja. Schau es dir wirklich an, das ist wirklich ein ganz normales. Ich nehme dir kurz den Stift ab. Okay, mit welcher Hand schreibst du? Okay, so close it. The other one you can put down. We don't need it. And now I draw an X on my hand. Okay, and now we take the X. You see? We take it like this. Can you imagine that I have it here? Yeah? And du siehst es. Und ich möchte, dass du dir vorstellst, dass wir das Kreuz einmal von der Hand lösen können. Kannst du dir das vorstellen? Und jetzt stell dir vor, dass ich das Kreuz hier auf deine Hand drauf fallen lasse. Kannst du dir das auch noch vorstellen? Und jetzt stell dir vor, dass das Kreuz durch deine Hand durchgeht. Show it to the camera. Good. Thank you very much, girl. Thank you. Klaus, einmal die Hand auf. Ich gebe dir die Markierung unsichtbar in die Hand rein, okay? Ja. Mach die Hand fest zu und schmeiß die Markierung in seine Hand rein. Lass die Hand zu, genau. Die ist jetzt hier hart. Ja, genau, genau zielen, das ist ganz wichtig. Genau, ganz. Hast du gemerkt? Hat er getroffen? Ja, schon, oder? Ja, klar, er hat getroffen, auf jeden Fall. Magst du mal umdrehen und nachschauen, wie er getroffen hat? Ah, ja, schau mal hier.
das ist die Markierung. Try to imagine that I have it between my fingers. And now I drop it on your hand. Can you see it? No. It goes through your hand. Can I open? Open up your hand, yes. Show it to the others. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Bye. Thank you. Thank you. Mach mal die Hand auf und schau mal nach. Und das Kreuz. Das Kreuz ist da. Schau her. Ich hab's genau gesehen. Danke fürs Mitmachen. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ciao. Vielen Dank. Ich hab nur so einen Süßstoff mitgenommen. Warte. Hi Luisa, hi Philippa. Wir waren vorher bei Starbucks und haben da eine kurze Pause gemacht und haben so eine Tüte mitgenommen. Magst du mal schauen, Luisa, was da drin ist in der Tüte? Ja, nimm's raus, genau. Zeig's auch Philippa. Was ist es? Weißt du, was es ist? Zum Umrühren. Genau. Wisst ihr, wofür das ist? Kennt ihr das? Genau, um den Kaffee umzurühren, richtig. Magst du mal kurz halten? Wie ist dein Name? Juliette. Juliette. Halt kurz die Tüte fest, genau. Ich zeige euch einmal, was man damit machen kann. Man kann es sehr, sehr leicht durchbrechen. Ihr seht, es bricht wirklich ganz leicht. Dann geben wir das einmal hier rein, in die Tüte. Du kontrollierst. Ist in der Tüte drin, oder? Ja. Perfekt, sehr schön. Und wir falten die Tüte wieder ordentlich zusammen. So, magst du einmal fühlen, dass es hier wirklich ist? Ja. Und einmal durchbrechen. Und wieder in die andere Richtung. Sehr cool. Nochmal hier durchbrechen. Wieder in die andere Richtung. Genau, dass es auch wirklich durch ist. Und du hörst auch, dass es durchbricht. Einmal durchbrechen. In die eine. In die andere. Sehr gut. Ich breche auch nochmal. Ihr seht wirklich, wir haben es ganz oft durchgebrochen. Und wenn wir einmal pusten, magst du einmal pusten? Okay, hast du gesehen? Ja. Wenn wir jetzt einmal in die Tüte schauen, hol mal raus, was da drin ist und zeig's den anderen. Wow. Habt ihr sehr gut gemacht, danke. Und wenn wir einmal ganz kurz pusten, hast du gesehen? Dann... Nimm mal raus, was da drin ist. Nimm's raus. Und hast du wieder, wie vorher. Jo. Wie, der zerbrochen war es? Das ist kein Originaler, das ist genau der. Natürlich. Lol. Schon krass, gell? Magst du einmal pusten auf die Tüte? Du auch? Und dann seht ihr, wenn wir einmal die Tüte aufmachen, hol mal raus, was du da drin siehst. Du kannst dir den auch anschauen, der ist auch nicht geklebt oder sowas. Es ist wunderbar und wir brechen nochmal hier und jetzt ist es wirklich hier auch nochmal wirklich ganz oft durchgebrochen und wenn du einmal pustest, puste einmal, dann können wir sehen, wenn wir die Tüte wieder aufmachen, nimm raus, wie vorher, wieder zusammen. Dankeschön. Ich habe noch ein Rätsel. Ich habe hier zwei Münzen drin. Die ergeben zusammen 12 Cent. Eine davon ist keine 10 Cent Münze. Was habe ich hier in der Hand? Also zwei Münzen. Zusammen ergeben die 12 Cent und eine davon ist keine 10 Cent Münze. Einmal 10 Cent und einmal 12 Cent. Richtig, warum? Mathe halt. Weil eine, ja, sie hat zwei, klar. Aber das sind keine 10 Cent. Eine ist keine 10 Cent, würdest du, die andere schon. Ich zeig's dir mal. Ja, genau, 2,6 Cent, richtig. Nein, schaut mal. Die eine ist keine 10 Cent Münze. Ja, ist klar. Okay, machen wir die Hand auf. Hand zu. Zumachen, genau, umdrehen. Und jetzt nimm eine der beiden Münzen hier raus mit deiner anderen Hand und leg sie so oben drauf. Mach mal die Hand auf. Hand zu. Zu, genau, einmal umdrehen und nimm eine der beiden Münzen raus und leg sie oben drauf. Und oben drauf legen. Okay,
Ah, du hast die 10 Cent, sehr gut. Und jetzt nimm mit der Hand eine der Münzen raus und leg sie oben drauf. Ah, okay, du hast die 2 Cent. Ja. Wunderbar. An die 2 Cent zu kommen war jetzt leicht. Halt wirklich ganz fest, ich leg die 2 Cent hier oben drauf. Schau mal, wenn wir ein bisschen reiben, dann siehst du, dass hier auf einmal die 10 Cent sichtbar ist. Und schau mal, was du jetzt in der Hand hast. Oh mein Gott. Okay. Dankeschön. Okay, wow. Sehr gut. Ah, du hast die 10 Cent. Okay, wunderbar. Sehen wir auch in der Kamera. Und halt wirklich die Münze wirklich fest. In der Hand ganz festhalten. Wir legen sie hier wieder drauf. Spürst du die Münze oben? Okay, wenn ich ein bisschen reibe, schau mal. Dann siehst du, wir haben hier jetzt die 2 Cent. Und guck mal nach, was du jetzt in deiner Hand hast. Auf die 2 Cent. Hä? Nee. Ah, du hast die 10 Cent, okay. Sehr gut. Die 10 Cent, halt wirklich die andere Münze ganz fest in deiner Hand. Okay, wir gehen hier einmal oben drauf. Spürst du die Münze? Ja, okay, wenn wir ein bisschen reiben. Schau mal, dann haben wir hier die 2 Cent und schau mal nach, was du jetzt noch in der Hand hast. Digga. Mega gut. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Voll geil. Voll gut. Sehr cool. Nice. Wenn wir ein bisschen die Münze bewegen, dann siehst du, dass wir hier oben die 2 Cent Münze haben und schau nach, was du jetzt noch in der Hand hast. Sehr gut. Hervorragend. Großen Applaus. Juliette, hast es hervorragend gemacht. Dankeschön. Schau mal, dann haben wir hier die 2 Cent. Schau mal nach, was du jetzt in der Hand hast. Nee. Sehr cool. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön. Danke sehr. Sehr cool. Und danke, dass ihr nochmal zurückgekommen seid. Ciao. Schönen Tag. Warte, ich leuchte dir kurz. Ist das so? Ja, nee. Das geht da gar nicht. So besser? Ja. Danke. Gerne. Und jetzt sind wir auch schon an dem Moment angekommen, wo das Video zu Ende ist. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir hatten mega viel Spaß in der Münchner Innenstadt hier. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid oder vielleicht sogar hier live mit dabei. Wenn ihr uns seht, wenn wir filmen, dann sprecht uns an, dass ihr Bock habt, im Video mit dabei zu sein. Und dann zaubern wir auch mit euch. Und bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt sind wir auch schon bei dem Moment angekommen, wo ich die Sonnenbrille abnehme und in meinen Sakko stecke. Lass einfach laufen, gar kein Problem. Mach mal einen Witz, läuft noch. Einen Witz machen? Treffen sich zwei Jäger, beide tot, oder? Nein, einfach nur treffen sich zwei Jäger, Punkt. Treffen sich zwei Jäger, aber du musst schon sagen, beide tot. Nee, da musst du aber eine Denkpause dazwischen lassen, sonst zieht er ja nicht. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ja, Leute, ich war jetzt nicht.